Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, bei mir bei eurer Crazy Owl zur aktuellen Wochentendenz vom 31. Mai bis 6. Juni 2024. Ihr seht, ich habe heute meine andere Stellvertreter-Wilma am Start, denn die echte Wilma ist aufgrund dessen, dass wir zum nächsten Markt, und zwar nach Sandizell aufbrechen, schon in unserer Truhe verpackt. Und ja, vielleicht kleiner Wochenendtipp, ne? Mittelalterspektakel in Sandizell von Donnerstag bis Sonntag. Also wer mich mal persönlich am Stand besuchen will, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf euch. So, wie immer, es ist eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Heute haben wir das Krafttier-Orakel, das Wait-Tarot, dann das Gilded Reverie Lenormand und natürlich die Faul-Runen mit am Start. So, ein Schluck Kaffee, meine Lieben, auf uns, cheers! Und dann geht's los. Schauen wir mal, was bringt uns denn die kommende Woche an Energien ins Feld? Schauen wir mal, was haben wir denn am Freitag für eine Energie im Feld? Ups, das sind zu viele. Oha, oha, drei der Schwerter. Okay, drei der Schwerter ist Herzschmerz, ist Kummer, Leid, HCW. Ja, und wir sehen mit der verdeckten Energie der vier der Schwerter, dass der Freitag vielleicht so ein paar unschöne Gefühle mit sich bringt, über welche wir dann mit den vier der Schwertern in Ruhe reflektieren wollen. Also der Freitag, bis jetzt sieht es nach einer nicht so guten Energie aus. Irgendwie haben wir vielleicht unschöne Begegnungen, vielleicht verletzende Auseinandersetzungen, irgendwie sowas. Auf jeden Fall etwas, was uns im Anschluss in eine Art Innenschau bringt. Schauen wir mal, was hier noch das Lenormand ergänzt. So, was ergänzt denn das Lenormand zu den drei der Schwertern für Freitag? Einmal haben wir schon, die flog gleich aus dem Bild. Und was haben wir noch? Aha. Aha, wir haben den Kompass und den Anker. Okay, also es kann wirklich vielleicht auch zu unschönen Begebenheiten auf der Arbeit kommen. Ja, und diese unschönen Begebenheiten, also auf die Arbeit komme ich jetzt wegen dem Anker, ne, der steht immer für Beruf und für Berufung, er steht aber auch für den Halt im Leben. Und wir haben hier den Kompass. Und vielleicht kommt es zu einer schmerzhaften Begegnung, weil jemand krampfhaft an seiner bisherigen Ausrichtung festhält. Ja, wir haben den Kompass, der immer zur Neuausrichtung aufruft, der sagt, okay, wo ist für dich Norden, welchen Werten folgst du, welches Ziel trägt dich, ja, woran hältst du hier fest? Und wir sehen hier die drei der Schwerter. Und es kann vielleicht sein, dass wir hier im beruflichen Kontext, jetzt wegen dem Anker oder auch privat, eben mit einer unschönen Situation konfrontiert werden, weil entweder du oder dein Gesprächspartner hier an Werten oder an einer Ausrichtung festhält, die ja vielleicht nicht stimmig ist, nicht fließend ist. Ja? Und das Ganze führt dann eben dazu, dass du mit den Federschwertern da wirklich erstmal Innenschau betreibst und auch prüfst mit dem Hund. Ja? Vielleicht geht es ja auch wirklich um eine freundschaftliche Verbindung. Dafür steht nämlich der Hund, es ist auch eine Seelenpartnerkarte und es geht um Loyalität und Treue. Und du schaust vielleicht, wie du jetzt hier eine loyale Entscheidung dann oder einen loyalen Weg für dich findest, wie du mit diesen kollidierenden Werten, an denen jemand hier vielleicht übermäßig festhält,
die aber nicht mehr zeitgemäß vielleicht sind, ja, wie du damit umgehen möchtest. Schauen wir mal, was uns der Samstag bringt. Was haben wir am Samstag? Da hat sich was umgedreht. Ha, ha, ha. Schön, wir haben eine Schwertenergie diese Woche im Feld. Okay, wir haben das Ass der Schwerter. Also, du wirst dich hier tendenziell am Freitag nach dieser unschönen Begebenheit, wirst du hier mit den Viererschwertern verdeckte Energie in Reflexion gehen und du wirst am Samstag eine klare Erkenntnis haben. Das Ass der Schwerter bringt dir Klarheit. Das Ass der Schwerter ist immer eine Chance zur Klärung. Hier mit dem Schwert Ass geht es immer um Klarheit und Wahrheit. Und es bringt dir wirklich tendenziell am Samstag auch diese, ja, vielleicht diesen glorreichen Einfall, wie du jetzt mit dieser Situation hier umgehen willst. Denn es hat hier mit einem Gefühl der Zurückweisung zu tun. Die verdeckte Energie der vier der Kelche sagt ganz klar, okay, hier geht es um Frustration, um Zurückweisung, um Resignation, vielleicht auch die Energie von dem, dass das, was das Leben einem bietet, nicht gut genug ist. Ja, und nehmen wir mal an, du hast jetzt hier vielleicht mit Mitarbeitern zu tun, mit denen du vielleicht auch, ne, bedenke den Hund als verdeckte Energie, mit denen du vielleicht auch wirklich ein freundschaftliches Verhältnis hast und hier macht jemand vielleicht eine verletzende Aussage oder es kommt eine Änderung im Büro oder in der Arbeit, ja, und dieser jemand hält aber an dem alten Muster fest und ist da eben nicht gewillt. Und man geht am Freitag vielleicht wirklich tendenziell mit einer nicht so schönen Energie auseinander und du nimmst das mit ins Wochenende und reflektierst erstmal, okay, wie kann ich vielleicht meinen Mitarbeiter oder meinen Kollegen dazu bewegen, den neuen Weg mitzugehen. Ja, und hier kommt dir am Samstag tendenziell eine Eingebung, wo du sagst, aha, ja, der fühlt sich vielleicht nicht wertgeschätzt, nicht anerkannt, vielleicht ist er auch resigniert von der aktuellen Arbeitssituation, vielleicht kann man da was verbessern. Hier kommt auf jeden Fall eine Eingebung, wie du dann sagst, ah, okay, so könnte ich die Situation wenden. Schauen wir mal, was hier das Lenormand ergänzt. Wenn es jetzt hier um Liebestechnisches geht, dann darfst du das natürlich auch gerne auf die Liebe für dich ummünzen. Genau. Wir haben die Eulen, das Kind und die Schlange. Also mit den Eulen geht es zum einen um Kommunikation. Die Eulen sind ja die zweite Vögelkarte. Vögelkarte, das klingt ja auch spannend. Im Lenormand. Die Eulen stehen aber für mich immer so eher für das Thema, dass man wie so eine innere Eingebung hat. Ja? Und das sagt ja auch das Ass der Schwerter. Wir sehen hier also eine Art innere Eingebung, die dir eine Vorstellungskraft davon bringt, wie du die Verwicklungen und Umwege, diese Komplikationen hier in kleinen Schritten wandeln kannst. Ja? Und in seltenen Fällen kommt bei mir bei der Schlange auch Heilung mit durch und hier wird eben auch in kleinen Schritten vielleicht über Vier-Augen-Gespräche ein Weg in Richtung Heilung beschritten. Ja, wir sehen auf jeden Fall verdeckte Energie. Das Ziel ist hier mit den Störchen eine positive Veränderung zu erreichen, Zusammenarbeit zu erwirken, ja, und hier wirklich den positiven Wandel für alle Beteiligten zu realisieren. So. Sonntag. Was haben wir denn am Sonntag für eine Energie im Feld? Sonntag, Ritter der Münzen. Okay, Ritter der Münzen. Also Sonntag ist eine beschauliche Energie, das ist eine langsame Energie. Der Ritter der Münzen ist der langsamste aller Ritter. Da geht es um Beständigkeit, da geht es um Loyalität, um Zuverlässigkeit. Auch um Ausdauer. Manchmal wird dem Ritter der Münzen auch eine gewisse Sturheit nachgesagt, weil er halt unbeirrbar sein angestrebtes Ziel im Auge behält und dran arbeitet. Ja, und wir haben die verdeckte Energie des Herrschers. So, und jetzt geht es vielleicht darum, für dich hier in kleinen Schritten beständig, also dir ist klar, diese Umsetzung hier,
dauert vielleicht wirklich Zeit, da braucht man Geduld für diese ganze Angelegenheit. Das bringt einfach der Ritter der Münzen so ein bisschen mit sich. Ja, und mit dem Herrscher geht es auch darum, verantwortungsvoll vielleicht das rechte Tempo zu finden, mit dem man diese Veränderungen, die man hier anstrebt oder um die es hier geht, diese Neuausrichtung hier umsetzt. So, und was ergänzt das Lenormand für Sonntag? Das Schiff und das Kreuz. Okay, also auch das Schiff sagt hier eine langsame Bewegung an. Ja, das Schiff steht zum einen für Seelenreise, es kann auch wirklich für eine Schiffsreise stehen oder auf eine Erbschaft deuten. Wir sehen hier aber mit dem Schiff und dem Kreuz, dass es hier vielleicht wirklich ein Stück weit auch um seelische Belastungen geht, die man sich hier tendenziell am Sonntag anschaut. Ja, auch die Fische als verdeckte Energie im Lenormand sagen, hey, hier geht es wirklich um seelische Themen, um emotionale Themen und hier geht man Schritt für Schritt voran. Wir hatten hier vorher ja das Thema der vier der Kelche. Ja, und wenn jetzt, also ob es jetzt beruflich oder privat ist, vielleicht hast du ja auch im familiären Umfeld eine Art Neuausrichtung vor und es gibt hier eben Diskussionen und Klärungsbedarf. Ja, und wenn es hier eben so eine Vier der Kelche Energie von Zurückweisung, Ablehnung im Feld ist, dann hilft es eben Schritt für Schritt mal über diese Belastungen zu sprechen, zu schauen, hey, worum geht's hier? Und dafür muss eben auch jemand sozusagen Verantwortung übernehmen, vielleicht auch die Zügel in die Hand nehmen und sagen, okay, du, wir haben hier ein Problem, wir haben hier ein Thema, ja, lass uns mal darüber reden und lass uns mal aus verschiedenen Blickwinkeln drauf schauen, ja, und hier einen Rahmen abstecken, wie wir hier die Dinge wieder ins Fließen bringen können. So, schauen wir mal, wie es am Montag weitergeht. Ich muss mal ein Stück rutschen. So. Montag, was haben wir denn am Montag für eine Energie im Feld? Die Sechs der Kelche. Okay, Sechs der Kelche, eine Seelenpartnerkarte. Also hier kann jemand aus der Vergangenheit auftauchen. Die Sechs der Kelche ist immer so eine Nostalgiekarte. Also prinzipiell eine schöne Energie, die Sechs der Kelche. Und ich bleibe jetzt mal bei diesem Berufsthema, dieses Berufsfilmchen, das sich mir hier zeigt. Ja, wenn du hier am Freitag tendenziell mit einem Kollegen vielleicht nicht so gut auseinandergegangen bist, es hier vielleicht auch zu einer Auseinandersetzung kam, das hat dich das ganze Wochenende beschäftigt, du hast hier aber schon eine Idee mit dem Ast der Schwerter, wie du hier schrittweise diesen Wandel und die Klärung herbeiführen kannst. Und auch hier sehen wir, dass es wohl deinem Kollegen oder Mitarbeiter ähnlich ging, denn die Sechs der Kelche ist eine vergangenheitsorientierte Karte. Also es kann auch wirklich sein, dass mit dieser Energie der Kollege am Montag schon auf dich zukommt und sagt, Mensch, das vom Freitag, das hat mich das ganze Wochenende nicht losgelassen, ich habe da auch rumgehirnt und es tut mir leid und wie kann man denn das machen? Ja, also das ist schon so, hier nähert man sich wieder an und hier wird auch gefühlvoll miteinander gesprochen. Schauen wir mal, was hier das Lenormand ergänzt. Eine haben wir schon, eine nehme ich noch. Dankeschön. Der Fuchs und der Reiter. Okay, also verdeckte Energie. Wir haben hier den Page der Schwerter liegen. Der Page der Schwerter bringt Geistesblitze. Ja, du bist wirklich hier. Ich glaube schon, dass hier wieder so eine versöhnliche Energie im Feld ist. Aber du solltest hier auf die Zeichen achten mit dem Page der Schwerter. Sei hier wirklich achtsam und höre genau hin. Denn wir haben den Fuchs und den Reiter. Wir sehen aber, dass die Schwanzspitze des Fuchses, dort wo die Weisheit liegt, vom Reiter wegzeigt. Also pass auf, dass hier nicht
eine falsche Vorwärtsbewegung angedeutet wird. Dass dir hier jemand vielleicht eine Zusage macht, ja doch, ich bin dabei bei dieser Neuorientierung und passt alles und super schön. Da könnte, also ich will jetzt nicht sagen, dass hier jemand intrigiert oder dass hier jemand lügt. Ich glaube eher, dass es darum geht, dass es diesem Menschen vielleicht selbst noch nicht ganz klar ist, dass er vielleicht für diesen Wandel ein bisschen mehr Zeit braucht oder noch nicht bereit ist. Also hör hier genau hin. Sei achtsam, es geht hier vorwärts, aber es geht hier auch wirklich darum, strategisch vorzugehen, einen klaren Blick auf die Angelegenheit zu haben und auf die Zwischentöne zu achten. So, was haben wir als verdeckte Energie? Genau, hier, wenn du Stabilität willst, verdeckte Energie, ja, dann sei wirklich mit dem Page der Schwerter. Achte hier auf Zeichen. Es geht hier vielleicht auch darum, wirklich, weil der Reiter steht ja auch für Kommunikation, für Nachrichten, hier den richtigen Ton zu treffen, damit hier wieder Stabilität einkehrt mit dem Baum. So, der Dienstag. Ritter der Kelche. Oh, der Dienstag wird gefühlvoll. Ritter der Kelche. Also hier kommt wirklich ein Herzensangebot auf dich zu. Der Ritter der Kelche bringt Komplimente, Liebeserklärungen, Entschuldigungen, Friedensangebote, etwas Gefühlvolles und das Ganze mit der verdeckten Energie des Königs der Kelche. Also wird der Dienstag, glaube ich, wirklich ein tendenziell so ein gefühlvoller Tag. Hier geht man in ein gefühlvolles Handeln. Hier spricht man vielleicht nicht unbedingt viel über Gefühle, aber es kommt hier etwas in eine friedvolle Energie. Hier wird ein Kelch gereicht. Ja? Schauen wir mal, was hier das Lenormand noch dazu ergänzt für Dienstag. Ups, da haben wir es, alle drei. Der Herr, die Mäuse und die Wolken. Ja, schau mal. Also ihr wisst, wenn die Dame fällt, seid ihr als meine Zuschauer damit gemeint, egal ob ihr männlich oder weiblich seid, der Herr ist immer euer Gegenüber oder ein euch wichtiger Mensch. So, und wir sehen, dass hier vielleicht, ne, also wenn ihr hier vielleicht nochmal ein Gespräch hattet, der kommt wieder auf euch zu und sagt, Mensch, unser Missverständnis tendenziell vom Freitag hat mich wirklich beschäftigt, das hat, ne, ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht und ich bin jetzt bereit für diesen Wandel. Ja, und ihr sprecht dann vielleicht drüber und sagt so, hey, bist du wirklich schon bereit? Hast du dir das schon angeschaut? Ja, dann wird der vielleicht tendenziell am Dienstag auf euch zukommen und sagen, Mensch, du hattest recht. Ja, ich brauche da mehr Zeit. Ich finde es toll, dass du das angesprochen hast. Und ich bin hier bereit, mir wirklich die Zeit zu nehmen und mir das genauer anzuschauen. Denn ich habe hier, dass euer Gegenüber Unklarheiten hat und Sorgen, etwas, was an ihm nagt. Und aus diesen Gründen, ja, die hier dann vielleicht besprochen werden mit diesem Ritter der Kelche, aus diesen Gründen kann er vielleicht diese Veränderung nicht so schnell mit euch gehen, wie ihr das vielleicht gerne hättet. Also wir sehen hier, ne, hier wird nochmal mit den Routen ein bisschen durchgewirbelt, das Ganze aufgeräumt, hier wird auch vielleicht Missverständnisse aus dem Weg geräumt, weil es, das hat jetzt aber nichts, ich nehme hier nicht Falschheit wahr, sondern ich glaube, das ist manchmal eher dieses Thema, dass wenn jemand vor einem Wachstumsfeld steht, sieht dieser Mensch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ihr seid so ein bisschen derjenige, der von oben vielleicht drauf guckt und sagt, ah, guck mal, da ist auch noch ein Weg, den siehst du gerade gar nicht. Ja, und an diesen Unklarheiten und Sorgen, die vielleicht an diesem Menschen nagen, da wird eben damit aufgeräumt und darüber gesprochen. Und zwar auf eine gefühlvolle Art und auf gefühlvolle Art und Weise wird gehandelt. So, Mittwoch. Was haben wir am Mittwoch für eine Energie im Feld? Da haben wir es schon. Ja, da kommt der Herrscher. Also hier wird ein neuer Rahmen gesteckt mit dem Herrscher am Mittwoch tendenziell. Wird hier wirklich Verantwortung übernommen. Hier wird auch eine Antwort gegeben. Es geht hier darum, dass wirklich neue Rahmenbedingungen gesteckt werden, dass man hier verantwortungsbewusst über sein Reich herrscht. Ja, der Herrscher trifft auch klare Entscheidungen. Also eine sehr, sehr
kraftvolle, klare Energie. Und wir haben die verdeckte Energie. Wow, geil. Wow, schön. Also der Mittwoch, da löst sich dieses Kuddelmuddel von den Vortagen wieder auf. Guck mal, am Mittwoch haben wir die Kraft, den Wagen und die Sechs der Stäbe. Also hier geht es mit der Kraft wirklich, hier wird etwas Altes gebändigt. Ja, wir sehen hier auch, wie der Löwe sich vertrauensvoll an diese Dame schmiegt. Also hier wird etwas gebändigt, hier geht es um den Ausgleich der Kräfte, hier geht es um vertrauensvolle Hingabe und hier geht es auch um ein kraftvolles Voranschreiten mit dem Wagen. Hier wird ein alter Pfad verlassen, ein neuer beschritten und mit dem Wagen geht es kraftvoll voran und ihr werdet hier siegreich sein. Ganz, ganz coole verdeckte Energie, also die siegreiche Heimkehr mit den Sechs der Stäben noch als verdeckte Energie. Der Mittwoch wird sich hier wirklich, tendenziell der Mittwoch, ihr wisst ja, Zeit ist fließend, da wird sich dieses Kuddelmuddel hier auflösen und man wird erkennen, ja, jetzt können wir an einem Strang ziehen, wir haben hier einen neuen Rahmen gesteckt, ja, wir haben hier einen neuen Zyklus gestartet, wir sind hier, ja, aus dem Labyrinth ausgestiegen, wir haben in der Mitte uns gefunden, sind jetzt in unserer Mitte und hier legt man praktisch mit dem Herrscher einen Grundstein für eine stabile und langfristige Entwicklung, ja, die Wurzeln hat, die trägt und die auch wachsen kann. Also es ist eine sehr, sehr gute Energie für Mittwoch. Freue ich mich sehr. Ich habe am Mittwoch auch einen wichtigen Termin, finde ich gut. Sind gute Prognosen für Mittwoch. Ja, und auch hier verdeckte Energie im Lenormand. Das Haus. Hier wird ein neues Fundament geschaffen. Wir hatten die Sechs der Stäbe mit der siegreichen Heimkehr. Also der Mittwoch tendenziell, ja, ihr wisst, Zeit ist fließend, beim einen vielleicht ein bisschen früher oder später. Aber der Mittwoch tendenziell bringt dann wirklich diesen neuen Status quo, wo man drauf bauen kann, der auch auf Langfristigkeit angelegt ist, der auch Wachstumspotenzial bietet und der auch Stabilität mit sich bringt. So. Der Donnerstag. Was haben wir denn am Donnerstag für eine Energie im Feld? Die Hohepriesterin. Wow, schön. Und verdeckte Energie, die Gerechtigkeit. Also der Donnerstag die Hohepriesterin ist im Endeffekt immer eine sehr feine spirituelle Energie. Hier geht es um Eingebungen. Achte auf deine Träume, achte auf deine Zeichen. Sie ist auch die Geheimniswahrerin. Ja, und die Hohepriesterin bringt dir hier ein klares Zeichen, dass jetzt mit dieser Entscheidung, die hier, der neue Rahmen, der hier tendenziell am Mittwoch gesteckt wurde, dass jetzt hier wirklich Gerechtigkeit stattfindet. Hier wird etwas ausbalanciert, hier kommt etwas in Balance. Es werden Aspekte, die vielleicht bisher im Ungleichgewicht waren, die werden hier austariert und das spürst du mit jeder Faser, ja, mit der Hohepriesterin nimmst du das wahr, dass hier eine Art Zeitalter der Gerechtigkeit oder Neuausrichtung und Ausbalancierung stattfindet. So, was ergänzt hier das Lenormand für den Donnerstag? Tja, habe ich gerade gesagt, es bricht ein neues Zeitalter an. Das ist ja krass. Schau mal, wir haben die Zeit und die Brücken. Krass, oder? Hier werden neue Wege beschritten. Ja, hier wird ein alter Pfad verlassen, hier wird ein neuer Weg begangen und dafür ist es jetzt Zeit. Da es ist höchste Zeit, hier wirklich mit dieser Entscheidung, die hier im Lauf dieser Woche, an welchem Tag auch immer für euch, festgelegt wird, das ist ein Grundstein, der ein neues Zeitalter einläutet. Ja, und das führt wirklich hier, hier fallen die Masken und hier wird euch ein neues Wissen zuteil und ihr werdet hier auch mit der Hohepriesterin verdeckte Energie hinter die Masken blicken können, ja, und wirklich so eine intuitive Wahrnehmung haben, wie vielleicht noch die feinen Nuancen gehandelt werden müssen. So, cool. Schauen wir mal, welches Krafttier begleitet uns denn in dieser Wochentendenz? Welches Krafttier? Da haben wir es schon.
Ich liebe Synchronizität, meine Lieben. Gaia Kondor, magisches Wissen. Habe ich es gerade gesagt, mit der Hohepriesterin, dieses intuitive Wissen, hinter die Schleier, hinter die Masken zu blicken, ja, in Kombination mit der Hohepriesterin. Also, und jetzt kommt der Kondor mit dem magischen Wissen. Die Vergangenheit wird jetzt bereinigt. Du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Also besser geht's ja nicht. Hier wird etwas Altes bereinigt, was bisher eine Neuausrichtung blockiert hat. Du wirst hier einen klaren Weg finden. Es wird ein Meilenstein, ein Grundstein gelegt für das neue Zeitalter, was langfristig Stabilität und Wachstum bietet und was euch gefühlt eine neue Welt betreten lässt. Voll geil. So, und welche Rune? Die Naudis. Ja, eine Kurskorrektur. Hier findet definitiv eine Kurskorrektur statt. Die Naudis ist die Rune der Notwende. Es ist notwendig, diesen Kurswechsel durchzuführen. Die Naudis ist auch der sanfte Fall. Ja, hier fällt man nicht nach unten ins Bodenlose. Es ist ein sanfter Fall. Und die Naudis sagt dir auch, know this, wisse das. Ja, hier, wisse, du kannst hier hinter die Schleier blicken. Ja, und die Naudis sagt auch, now this. Jetzt ist das dran. Jetzt ist es dran, einen neuen Rahmen zu stecken, neu auszubalancieren, kraftvoll voranzuschreiten in ein neues Zeitalter. Wie auch immer sich dieses Zeitalter für euch persönlich definieren mag. Ich hoffe, ihr fließt hier mit und kommt stimmig in diesem neuen Zeitalter der Gerechtigkeit an. Das war die Wochentendenz, meine Lieben. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sag ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Vielleicht sehen wir uns am Wochenende in Sandizell auf dem Mittelalterspektakel. Ich freue mich immer, wenn ich meine Abonnenten mal persönlich sehe. Und ansonsten fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.